Willkommen zurück im nächsten Teil vom Let's Play Lost Horizon. Ich denke, ich bin einen kleinen Schritt weiter. Und zwar habe ich mir nochmal unser Inventar angeguckt. Alles, was wir so haben. Und da ist mir aufgefallen, dass wir beim Wecker... Mein alter Wecker. Er ist stehen geblieben, aber... Hey, was ist das denn? An der Rückseite war ein kleiner Schlüssel befestigt. Wenn wir den jetzt damit benutzen... Gut, ich ziehe den Wecker damit auf. Das Uhrwerk läuft wieder. Der Alarm ist an und in ein paar Minuten klingelt's. So, und ja, dann habe ich mir überlegt, was könnte man mit diesem Wecker anfangen? Und meine Vermutung ist jetzt, und das probieren wir jetzt zusammen aus, dass wir die Wache vor dem Palast ablenken können damit. Und zwar in der einzigen Möglichkeit, hier etwas zu verstecken, nämlich im Mülleimer. Ja, jetzt habe ich mich verschluckt. Ich glaube, das ist sogar richtig. Okay, ich leg den Wecker in den Abfalleimer. Mal schauen, was passiert, wenn er gleich klingelt. Tatsächlich. Ich bleib besser nicht direkt neben dem Mülleimer stehen, wenn der Alarm losgeht. Das wäre von Vorteil. Ach, natürlich. Und was ist ja, denn das? Wer stört denn da die nächtliche Ruhe des Gouverneurs? Klar, und er geht jetzt hin. Ja, ist klar. Cool. Und er weiß überhaupt nicht mehr, wo das Klingeln herkam. Aber er geht trotzdem zum Mülleimer. Ist der... Ja. Hallo! Fenton, beweg dich doch mal! Ja, ist das denn zu glauben? Wieso wirft jemand einen funktionierenden Wecker weg? So, das sollte ihn etwas von seinen Pflichten ablenken. Ja, und warum steht er da jetzt? Also sehr komisch. Aber egal, Freunde. Patsch über den Rasen. Nun, aber nichts wie runter vom Rasen. Ja, schnell, schnell. Man sieht die Abdrücke auch, glaube ich, nur unwesentlich. Und schnell weg hier. Ah, sehr schön. So, und jetzt müssen wir gucken, dass der Rest, den ich in meinem Kopf hatte, auch noch funktioniert. Und zwar der Ball für die Katze. Katze weg. Die Blaseball fliegen. Und Stange für... Egal, weiter jetzt. Ball, Katze. Bin gespannt, ob ich sie damit ablenken und von der Mülltonne weglocken kann. Bestimmt. Also bei meinen Mietzen funktioniert... Mietz, das. Hol den Ball. Na? Auf die Straße? Der Ball hat tatsächlich das Interesse der Katze geweckt. Aber nur kurz, solange er in Bewegung war. Toll. Was ist, wenn wir den anpusten? Nein. Was ist, wenn wir den weiter wegschmeißen? Oh. Ich bin ein verdammtes Genie. Ja. Wenn ich das Maßband an den Ball knote, habe ich ein lustiges, buntes Pendel. Ja. Hey, sowas kann man immer brauchen. Ist bei meinen Katzen genauso. So, jetzt aber. Vielleicht kann ich sie damit von den Mülltonnen weglocken. Mietz. Schau mal, was ich hier Feines hab. Der spricht mit der Katze. Hört man das nicht vorne auf der Straße? Ah, du bist müde und schläfrig. Auch wieder nicht. Die Bewegung des Pendels scheint sie zu interessieren, aber sie rührt sich nicht vom Fleck. Offensichtlich hat sie Angst vor mir, was ein wenig auf Gegenseitigkeit beruht. An der Stange festmachen. Okay, dann brauchen wir... So, kleines Mistvieh. Danke. Wollen wir doch mal sehen, ob du deinen tierischen Instinkten widerstehen kannst. Dann brauchen wir die Stange wohl doch nicht. Na bitte, Mensch überlistet Tier. So, dann haben wir jetzt also ein paar Insekten, sehr schön. Das wäre ein Versuch wert. Wenn der Blaseback Motorenschmutz saugen kann, klappt das sicher auch mit Fliegen. Genau. Alle weg. Ich möchte nicht im Müll rumwühlen und ich muss es auch nicht. Ja, genau. Die Katze stört mich jetzt nicht mehr. Und weil das so bleiben soll, lasse ich sie besser in Ruhe. Gut, also Hafen. Und jetzt die Frage, was machen wir mit diesem... Okay. Blasebalg jetzt. Nee, das ist, ja. Dem Jungen können wir das auch nicht geben. In die Lampe vielleicht blasen. So, ab in die Freiheit mit euch. Was? Es klappt. Die Insekten schwirren nun um die Lampe. Ja, hey, was machst du denn da? Du wolltest doch Insekten. Hier sind welche. Und das soll funktionieren?
Vielleicht lockt das ja die Fledermäuse an und du kannst eine fangen. Ich weiß ja nicht. Zumindest steigen so deine Chancen, die Wette doch noch zu gewinnen. Ich denke, damit habe ich meinen Teil unserer Abmachung erfüllt. Na gut, dann lege ich mich mal auf die Lauer. Hier, deine Brieftasche. Cool. Waren ja wirklich nur ein paar alte Zettel drin. Ich hatte ein paar geschäftliche Probleme und... Hey, das geht dich in feuchten Kehricht an. Gib her. Viel Glück bei der Fledermausjagd. Danke. Ich werde gleich mal nachschauen, ob noch alles da ist. Was ich jetzt sage, ist eigentlich sehr traurig. Es fehlt nichts. Ist traurig? Weil nichts fehlt? Hä? Und clever vom Spiel, dass wir... Weil ich bin die ganze Zeit mit der Dings im Kopf rumgelaufen, dass wir eine Fledermaus fangen müssen und nicht ihm einfach nur Insekten... Oh. Ach ja, ach ja. So, zurück zum Flugplatz. Hey, Boss. Ja? Was gibt's denn, Gas? Die Kiste ist gleich startklar. Ausrüstung und Proviant habe ich auch verstaut. Was würde ich nur ohne dich tun, Gas? Denk einfach dran, wenn der nächste Lohnscheck fällig wird. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Wirst es brauchen. Danke, Gas. Gut, dann mache ich mich in ein paar Minuten aus dem Staub, wenn sonst nichts mehr anliegt. Geht klar. Mach dir ein paar schöne Tage. Sollte ich in 3 Wochen nicht zurück sein, musst du dir wohl einen neuen Job suchen. Ich denke, wir sehen uns. Ja, Huma. Gut, dann geh mal nach Hause. Leckeres Duff-Bier. Lecker, lecker. So, Brieftasche jetzt aber. Ach nee, erst gucken. Da ist ja der Code für meinen Safe. Was steht da? 1, 2, 3, 4, 5. Im Safe müsste eigentlich noch ein Foto von Yen Wang liegen. Hoffentlich hilft das Nian Xu, sich an ihn zu erinnern. Da ich den alten Kasten selten benutze, weiß ich die Kombination leider nicht auswendig. Ja, das wissen wir. Aber sie steht ja auf dem Zettel in meiner Brieftasche, die ich zum Glück wieder habe. Ja, das wissen wir doch, Mann. Ach. 1, 2, 3, 4, 5. Spaceballs. Komisch, ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Oh, alte persönliche Dokumente und Personalakten. Da müsste doch auch ein Foto von Yen Wang zu finden sein. Die Urkunden und Auszeichnungen aus meiner Zeit in der Armee. Ein Zeitungsartikel über die Hafenunruhen von 1932. Da steht, 8 Tote bei Unruhen im Hongkonger Hafen. Chinesische Hafenarbeiter hatten sich am Freitagabend im Victoria Harbor zusammengefunden, um ihrem Ärger über die schlechte Bezahlung Luft zu machen. Eine Einheit der britischen Armee wurde zum Hafen entsandt, um Ausschreitungen zu verhindern. Als die Situation daraufhin zu eskalieren drohte, erhielt der kommandierende Offizier den Befehl zum Rückzug, um eine gewalttätige Auseinandersetzung und damit verbundene Opfer zu vermeiden. Diesem Befehl kam der Offizier aus bisher ungeklärten Gründen nicht nach. Seine Soldaten eröffneten das Feuer und schossen wahllos in die aufgebrachte Menge. Dieser Vorfall rief in der chinesischen Bevölkerung große Empörung hervor und es gab im Anschluss zahlreiche andere Zusammenstöße, die zum Glück keine weiteren Opfer kosteten. Die britische Regierung bedauert die Vorfälle und lenkte im Streit mit den Hafenarbeitern mittlerweile ein. Den für die blutigen Zusammenstöße verantwortlichen Offizier hat man vorläufig vom Dienst suspendiert. Er muss sich mit großer Wahrscheinlichkeit wegen Befehlsverweigerung vor dem Militärgericht verantworten. Warum habe ich diesen Mist bloß aufgehoben? Na bitte, die gesuchte Personalakte inklusive Foto. Nun kann mir Nian Xu hoffentlich sagen, wo Yen Wang heute wohnt. Eieiei, das war mal Information. Okay. Ist Gas noch da? Oder haben wir jetzt wieder den Raus-Reingeh-Trick? Ja, wir haben den Raus-Reingeh-Trick. Okay. Gut, dann wieder in die Stadt zurück. Zum Nachtclub. Vielleicht ein letztes Mal. So, dann hast du hier dein Bild. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe das Foto. Was denn für ein Foto? Na, das von Yen Wang. Ich sollte Ihnen doch ein Bild von ihm bringen. Mir? Oh. Kenne ich Sie überhaupt, junger Mann? Oh. Ah, warten Sie mal. Sie sind doch dieser Pilot. Genau. Das kann doch nur ein böser Traum sein, oder? Ja, ist schon gut. Verzeih einem alten Mann seine Späße, Jungchen. Na, dann gib mir mal das Bild. Ja, klar, den kenne ich. Und wissen Sie auch, wo er jetzt wohnt? Ich hab dir doch gesagt, ich sag dir alles, was du wissen willst.
Er ist ins Van Mui-Viertel gezogen und müsste in der Wing House Street wohnen. Vielen Dank. Das war's schon? Ja, das war's schon. Sie haben mir sehr geholfen. Vielleicht kann ich mal was für Sie tun. Ich muss jetzt los. Bis bald. Ja, bis bald, Peslock. Peslock? Ah, dingelingeling. Sehr schön, dann direkt dahin, mein Freund. Zu Wu Wuangs Haus. Also schön, das muss das Haus sein, in dem Yan Wang jetzt wohnt. Bin gespannt, wie er reagiert, wenn er mich nach so langer Zeit wieder sieht. Ich denke mal nicht, dass er dich erkennt. Aber auch hier wieder richtig schönes Szenario, doch, muss man sagen. Das ist das Haus, nur das. Ja, Tür. Mal sehen, ob ich hier Yan Wangs Wohnung finde. Okay, kann er denn die Schrift lesen? Blumentopf. Es ist angekettet, damit Leute wie ich es nicht klauen können. Hallo, hier Spruchband? Hier steht, lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen. Eine alte Weisheit. Ich fasse ihn besser nicht an. Er würde wahrscheinlich zerbrechen, wenn ich ihn bewege. Der Blumentopf hat überall Risse. Okay. Okay, das hier scheint Jens Wohnung zu sein. Okay. Oh. Fenton? Was? Kim? Ich dachte nicht... Komm doch rein. Wie der Name direkt geschossen kam. Danke. Woher weißt du? Oh, war nicht leicht, euch zu finden. So ein alter Kauz hat's mir verraten. Er brauchte ein Foto von deinem Onkel, um zu wissen, wen ich suche und... Ich verstehe nicht. Naja, ist nicht so wichtig. Ich weiß, es ist lange her, aber ist Yen auch da? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht. Oh, oh. Was willst du? Ich wollte eigentlich zu deinem Onkel. Warum? Wird das ein Verhör? Ich möchte mit ihm reden. Warum jetzt? Wieso bist du nicht früher gekommen? Er hat so lange darauf gewartet. Hat er? Naja, besser spät als nie. Du kommst zu spät, Fenton. Onkel Wang ist vor ein paar Tagen gestorben. Nein. Doch, ganz plötzlich. Das kann ich. Es tut mir so leid, Kim. Was tut dir denn leid? Dass du sein Vertrauen missbraucht und mit ihm seit über einem Jahr nicht geredet hast? Es tut mir leid, dass dein Onkel tot ist. Ich habe sein Vertrauen nicht missbraucht. Hast du nicht? Und wie nennst du das? Was du getan hast, ist furchtbar. Und dass du uns nie von dieser Sache erzählt hast, dass wir es von jemand anderem erfahren mussten, war das kein Vertrauensbruch? Ihr habt zusammen gearbeitet, ihr wart Freunde. Und für mich hast du zur Familie gehört. Wie konnten wir uns nur so in dir täuschen? Jemand anderer erzählt euch etwas und ihr glaubt es einfach. Ihr lest etwas in der Zeitung und denkt, dass darin die Wahrheit berichtet wird. Nennst du das Freundschaft? Wir konnten es ja auch nicht glauben, aber als mein Onkel mit dir darüber reden wollte, hast du ihn einfach stehen lassen, anstatt alles zu erklären. Und was man dir vorgeworfen hat, war doch nachprüfbar. 8 chinesische Arbeiter sind an diesem Abend erschossen worden. Was hätten wir denn deiner Meinung nach glauben sollen? Du hast ja geschwiegen. Weil ihr euch längst ein Urteil gebildet hattet. Dein Onkel packte seinen Kram zusammen und ist nie wieder zur Arbeit erschienen. Und wieso hast du dich nicht mit ihm ausgesprochen? Das sind alles nur Ausreden. Entweder gab es nichts zu erklären oder wir waren es dir nicht wert. Kim, das stimmt nicht. Und wie konntet ihr mir nur zutrauen, ein Massaker zu befehlen? Ihr habt mich doch gekannt. Das dachte ich zumindest. Ich dachte auch, dass wir über alles reden und uns alles erzählen können. Über diese Sache kann ich aber nicht reden. Weshalb bist du dann hier? Ich wollte Yen um etwas bitten. Und worum? Um die Aufzeichnung in seiner Tibet-Expedition. Das ist der einzige Grund? Ja. Ich verstehe. Wofür brauchst du die Aufzeichnungen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, das kannst du mir also auch nicht sagen. Was denkst du dir eigentlich, Fenton Paddock? Du gehst jetzt besser. Kim, bitte. Diese Karten sind unheimlich wichtig für mich. Ach ja? Dann erklär mir, weshalb. Wenn ich dir vertrauen soll, dann vertrau du mir auch oder geh mir aus den Augen. Kim, ich will nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst. Hallo, Schätzchen. Oh, da habe ich wohl ein kleines Rendezvous gestört. Schätzchen? Sind Sie eigentlich noch ganz klar im Kopf? Halt die Klappe und hör mir genau zu. Ich will die Karten haben, die der alte Wuang auf seiner Tibet-Reise gezeichnet hat. Wo sind sie? Welche Karten? Und mein Onkel war nie in Tibet. Verschwende nicht meine Zeit, Mädchen. Sonst werde ich ungemütlich. Ich will alle Aufzeichnungen, die er aus Tibet mitgebracht hat. Und beeil dich. Sonst muss ich dich auf meine ganz spezielle Art motivieren. Nun mach schon, gib sie mir.
Jawoll! Alles in Ordnung? Ja, wer ist das? Montong, Chef einer Triade. Hier, nimm seine Pistole und behalt ihn im Auge. Ich schau mal kurz raus. Wo er ist, sind seine Schergen meist nicht weit. Eieieiei. Dachte ich's mir doch. Zwei von denen bewachen den Vordereingang. Mhm. Wie ich vermutet habe. Vor der Tür stehen noch zwei von denen. Warum will denn plötzlich jeder diese Karten? Wie bitte? Kurz bevor mein Onkel starb, tauchte Richard hier auf, dann du und jetzt diese Typen. Ich will wissen, was hier los ist. Richard? Hat Jenny ihm die Karten gezeigt? Ja, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Und hat Richard die Karten mitgenommen? Nein, Onkel Wang hat ihm Kopien gemacht. Dann sind die Originale also noch hier? Ja, mein Onkel hat mir noch kurz vor seinem Tod gesagt, dass ich gut darauf aufpassen soll. Okay, ich werde dir später alles erklären. Aber jetzt müssen wir hier schleunigst verschwinden. Ab sofort sind die hinter uns her und meiner Erfahrung nach ist mit denen nicht zu spaßen. Was ist denn an den Karten so besonders? Keine Ahnung. Und das soll ich dir glauben? Das solltest du, ja. Du wirst es mir also erklären? Ja, versprochen. Das ist deine letzte Chance, Fenton. Danke, Kim. Und jetzt? Wir müssen einen anderen Weg aus dem Haus finden. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nicht, dass ich wüsste. Ich war aber auch nur ein paar Mal hier und kenne mich im Haus nicht besonders gut aus. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Irgendwie kommen wir hier raus, ohne dass die Typen uns sehen. Na super. Häng schon wieder mitten im Eieiei. Ich habe ihm seine Waffe abgenommen. Das genügt. Kim hält ihn damit schon in Schach. Ja, und was hat er sonst? Kim und ich haben ihn voll erwischt. Wenn er wieder aufwacht, wird er ordentliche Kopfschmerzen haben. Und entsprechend sauer sein. Okay. Was gibt's denn noch? Ein Ziel ist nie zu hoch. Man steht nur zu tief. Okay, ein Hinweis vielleicht hier irgendwo, ein Geheimnis? Über Vergangenes mach dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Vielleicht sollte ich das beherzigen. Die Karten, die ich suche, hat Kim bereits bei sich. Ich sollte daher keine Zeit verschwenden. Okay. Die sind schon ein paar Wochen alt. Außerdem bin ich nicht zum Zeitunglesen hier. Sonst gibt's... Aha. Hoppla. Ein einfacher Kleiderbügel. Gut, Kleiderbügel. Schön. Was haben wir hier vorne? Eieiei. Ich sehe nichts, was uns bei unserer Flucht helfen könnte. Was man mühelos erreichen kann, ist gewöhnlich nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Ich muss vorsichtig sein. Sie dürfen mich nicht sehen. Lampe. Er hängt sehr weit vorn. Wenn ich mich über die Brüstung lehne, könnten mich die Triadentypen bemerken. Dann jetzt mit dem Kleiderbügel. Der Haken des Kleiderbügels würde sich zwar zum Abhängen des Lampions eignen, aber leider ist der Lampion zu weit weg. Na gut. Halt mir das mal im Hinterkopf. Können wir hier raus? Können wir und... Was ist mit ich will diese Leute nicht mit in die Sache hineinziehen. Kim und ich können uns selbst helfen. Okay. Ich will nicht, dass diese Leute Ärger mit der Tongtrie... Ja. Ja, aber was ist jetzt hier mit dem Fahrrad? Ein Kinderfahrrad. Es ist an der Wand angekettet. Tja, und... Es ist angekettet, damit Leute wie ich es nicht klauen können. Ja. Mit dem kleinen Kugel. das ist jetzt ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Ich fasse ihn besser nicht. Och, Menno. Bam, ah! Okay. Nagel! Da soll man drauf kommen. Ich kann ihn nicht herausziehen. Mit dem Kleiderbügel? Nein, denke ich mal nicht. Ja. Bambusstab? Auch nicht. gut, aber jetzt könnten wir eventuell das Lampionteil hier kriegen. Der Kleiderbügel passt exakt in den Hohlraum des Bambusstabs. Das dachte ich mir. Das sollte klappen. Ich muss aber trotzdem vorsichtig sein. Und dann fällt er runter.
Schön, jetzt habe ich ein Lampion. Der Wagen der Schläger. Ja, wieder rein. Jetzt vielleicht hier was von? Ich sehe nichts, was uns... Nein. Zurück. Dokumente, ja. Zeitung will er auch nicht nehmen. Also kann es doch nur was draußen auf dem Gang geben. Der Blumentopf hat überall Risse. Ja. Ein Lampion. Ah, damit wir da hinten was sehen können wahrscheinlich. Hey, da ist ja ein Fenster. Ja. Clever. Dieser Kram hier hilft mir leider nicht weiter. Okay. Ich sollte erst Kim holen und mit ihr gemeinsam von hier verschwinden. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht täuscht, müsste man durch das Fenster in die Gasse neben dem Haus gelangen. Aber wir sind doch im ersten Stock. Das will er dann springen, oder was? So, komm nu. Kim, ich habe draußen im Korridor ein Fenster gefunden. Lass uns von hier verschwinden. Na endlich, der Kerl kann jeden Moment wieder zu sich kommen. Mann, das dauert. Der Boss müsste doch längst wieder da sein. Soll ich mal nachschauen, was da los ist? Nein, der Boss hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Und Befehl ist Befehl, oder willst du dich mit Muntong anlegen? Ach, da ist er ja. Warum hat das so lange gedauert, Boss? Hast du dich noch zum Tee einladen lassen? Halt's Maul! Das Mädchen war nicht allein. Dieser Paddock war bei ihr und hat ihr geholfen. Die sind gerade mit den Karten abgehauen. Paddock? Ich dachte an dem Knabbern schon die Fische. Falsch gedacht. Los jetzt, durchsucht die umliegenden Gassen und gebt den anderen Bescheid. Die können noch nicht weit sein. Diesmal zerquetsche ich diesen Paddock wie eine Laus. Halt, warte. Ich will erst schauen, ob die Luft rein ist. Was hast du jetzt vor, Fenton? Wir müssen zum Flughafen. In meinem Büro sind wir erstmal sicher. Dann kann ich dir alles in Ruhe erklären. Oh. Hierher! Wir haben sie gefunden! Verdammt! Kim, der Motor des LKWs läuft. Spring rein und fahr los. Ich geb dir Deckung. Und was wird aus dir? Fahr los, ich spring dann auf die Ladefläche. Wir hauen mit dem LKW ab! Das sehe ich auch! Hol den Wagen! Eieieiei! Oh! Oh, verdammter Mist. Ich sollte versuchen, irgendwie auf den Truck zu kommen. Freunde, hier, machen wir Schluss. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.